Ja, das sind halt meine Kindheitserinnerungen. Ja, ich bin jetzt schon begeistert. Hi Leute, willkommen zurück zu Risen 2. Ja, Dark Water, Waters, dunkle Gewässer. Das wird gut, das wird echt schön. Ich mag ja Piraten, ich mag Rum, ich mag Schnaps und ich mag es auch, sich gegenseitig da zu verhauen. Ja, diese Ersatzbefriedigungen fangen schon wieder an. Ich laber gar nicht lange, wir starten jetzt. So, neues Spiel in 3, 2, 1, 1,5. So. Oh ja, das wird so schön. Hoffe ich. Ich hoff's. Wirklich. Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht, von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die ersten waren die Titanenlords, Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Oh. Ah, das ist schön. Allem Respekt. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Ja. Oh, das ist schön. Wir sind hier dieser besoffene Typ mit der Augenklappe? Das ist doch klasse. Okay, öffnen wir mal die Kiste. Da ist Geld drin. Ja! Ja, komm, gib mir alles. Jedes, alles Geld. So, sehen wir uns mal um. Aber die Grafik ist doch schon mal wieder schön, ne? Chicken. Digga Goldbeutel. Und ein Offiziersschwert. Das ist gut. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber wir nehmen einfach alles mit. Ja, es ist die letzte Bastion der coolen Menschen. Linke Hand, rechte Hand. Offiziersschwert. Das ist doch... Das sieht schon mal ganz gut aus hier alles, ne? L, Logbuch öffnen. Ja, das sind unsere Quests. Das ist auch wieder schön. Dann haben wir die alle auf einen Blick. Hier geht's lang. Hallo. Gerade nicht. Don Juan. Hier geht's nicht lang. Ich will mich erstmal umgucken. Ich hoffe mal nicht, dass das hier so ein Schlauchspiel wird. Ich hoffe es. Komm mal her. Für ein bisschen Kohle kann ich dir richtig gute Sachen besorgen. Ja, was denn? Was für Sachen kannst du als Gefangener schon besorgen? Waffen, Schnaps, was man halt so braucht. Ich kann hier gerade nicht weg. Hab zu tun, verstehst du? Aber du kannst dir die Sachen ja selbst abholen. Ja. Wo finde ich die Sachen? Im Lagerhaus unten am Hafen findest du jede Menge Plunder. Die wichtigen Sachen schließen sie in Truhen ein. Aber die
Sachen, die sie nicht mehr brauchen, liegen einfach so rum. Ich meine, wenn ihnen die Sachen wichtig wären, würden sie sie doch wegschließen, oder? Stimmt. Klingt einleuchtend. Gut, aber warte bis zum Tagesanbruch. Nachts verrammeln sie das Lager, da kommst du nicht rein. Tagsüber ist das Lager zwar bewacht, aber das ist kein Problem. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Für ein bisschen Gold, versteht sich. Und jetzt geht's los, wa? Wofür brauchst du das? Ein gefangener Gold. Bist nicht der Schlaueste, was? Sagte der Mann hinter Gitter. Punkt für dich. Geh noch nicht weg, ja? Mit mir spricht sonst eh kein Schwein. Und bald verfrachten sie mich nach Takarigua. Dann kann ich mich ja nur noch mit den Molukken unterhalten. Was ist denn das hier für ein Ton? Sie bringen dich nach Takarigua? Auf die Zuckerrohrplantage. Als Sklave. Das Schiff unten im Hafen ist voller Molukken. Die bringen sie auch alle dahin. Voller was? Molukken, Mann. So nennen sie die Sklaven. Sag bloß, das hast du noch nie gehört. Nee. Gerissenheit 1? Jetzt noch nicht. Wofür haben sie dich eingelocht? Ich hab mich im Lagerhaus unten am Hafen umgesehen. Bin ganz leise gewesen, wollte keinen Lärm machen, um keinen zu stören, verstehst du? Der Typ, der mich gesehen hat, hat gemeint, ich wollte mich reinschleichen, um etwas zu stehlen. Dabei wollte ich mich, nur umsehen, ja, schon klar. Genau. Das ist eher nicht so gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das der gleiche ist wie im ersten Risen, nur, merkwürdiger. Er hat ja eine andere, andere Frisur, anderes Aussehen, aber die gleiche Stimme, meine ich, oder? Vielleicht ist das ja auch der Auserwählte, der wiedergeboren wurde und muss jetzt hier saufen und so. Die Tür kann ich nicht öffnen. Gerissenheit plus 1, ich habe auch noch nicht genug Geld dafür, oder? Ruhmpunkte, was? Okay. Warte mal, gibt's hier so Lernpunkte? Kann ich das einfach kaufen? Eine Gerissenheit ist doch gut, komm her damit. Bring mir bei, wie ich mich unbemerkt bewege. Du musst in die Knie gehen und dein Gewicht vorsichtig verteilen. Es hilft, wenn du mit der Ferse zuerst auftrittst und dann langsam abrollst. Und mach nicht denselben Fehler wie ich. Lass dich nicht sehen. Hehehe. Jetzt kann ich schleichen. Und ich brauche nur nicht mal Lernpunkte dafür, das ist ja lustig. Ich muss unbedingt, warte, die Untertitel anmachen. Ja, das ist wichtig, dann könnt ihr auch nebenher mitlesen, falls ich mal wieder zu sehr labere dazwischen, dann könnt ihr wieder gucken, was sie alle gesagt haben. So. Waffe weg. Tja. Kluge Entscheidung. Kannst du mir nicht erzählen, dass das hier friedlich ist? Carlos. Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter? Das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Es geht los. Raus und die Überlebenden retten. Nein, ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft retten. Am besten du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Wer sind wir eigentlich und was machen wir hier? Geh runter zum Strand. Ja, okay. Kann ich irgendwie sprinten? Das wäre cool, ne? Boah, aber ich kann so cool springen. Jetzt muss ich aber mal erstmal gucken, wo Schnellspeichern ist. Tastenbelegung. Da, Schnellspeichern, F5, Schnellladen, F9. Das ist mal wieder normal hier. Nicht so wie damals, F8 und F9. Boah. Guck mal, der kann sogar die Treppe raufwenden. Wow! Runter könnte ich... Was wollte der Kommandant? Ich muss zum Strand. Mach das Tor auf. Sofort. Pass bloß auf da unten.
Yay! Der sieht aber witzig aus hier. Ist das wieder der gleiche Typ? Wenn, dann ist er ein bisschen heftiger geworden, ne? Und vermutlich immer betrunken. Ich glaube, das soll der gleiche Typ sein. Bald treffen wir Patty und dann... Oh, oh, oh! Ruhm plus 50, Treppe runtergefallen. Ja, das ist... Achievement unlocked. Knochen aus Stahl. Das sind Kugeln, Proviant und Fackeln. Lecker. Ja, das wird noch einiges an Einarbeitung für mich hier bedeuten. Aber ist schön, macht Spaß. Tja. Wäre ja auch langweilig, wenn man das von Anfang an alles hier packen würde. Vermutlich ist das auch wieder schrecklich, dass ich hier von Anfang an gewählt habe, dass ich schleichen kann. Können wir nicht mal ein paar schöne Wiesen sehen hier und Sonne? Das wäre cool, ne? Ein Mistwetter ist das. Gut, dass wir schon gestern angekommen sind. Hast du den Kraken gesehen? Meine ich ja. Das hätten auch wir sein können. Oh, die armen Schweine. Wo willst du hin? Aufs Schiff. Ich will die Überlebenden retten. Ich will die Überlebenden retten. Aber nicht mit diesem Schiff. Geh mal schön an den Strand. Die Reste einsammeln. So wie sonst auch. Hä? Vielleicht hole ich mir ja irgendwann mal ein Schiff und dann bin ich der König der Welt. Oh Gott, ich muss aufpassen, hier nicht runterzufallen. Hier ist nix. Schade. Ist hier oben was? Nee, ne? Ja, ich kann übrigens nicht mit Q und E so schräg laufen. Das hatte ich eigentlich gehofft. Ja, man muss hier schon bei der Sache sein. Das ist sonst sehr merkwürdig. Bei allen anderen Gothics war ja immer so der Fall, dass du dann so mit einem Auge nur rumeiern konntest. So wie Standgas auf dem Parkplatz kannst du auch nebenbei Pokémon Go spielen. Die ganzen Kinder, die du umfährst, ist egal. Ist egal. Ja, Patty hat sich was angezogen. Das ist schon sehr cool, ne? Wie parieren? Das ist doch... Ich werde gerade von einem Sandteufel umgebracht. Und ich habe die... Boah, ja... Mein Gott. Heidewitzka. Ich glaub ja nicht, du hättest mich gerettet. Patty... Warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren hat. Und weil ich deine Hilfe brauche. Wobei? Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Hä? Auf keinen Fall. Aber es gibt eine Waffe gegen den Kraken. Warum bist du dir so sicher? Mein Vater ist auf der Suche nach ihr. Stahlbart? Du hast ihn gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Nicht so schnell. Warum sollten die Piraten sich gegen Mara stellen? Von allen Titanenlords stellt Mara ohne Zweifel die größte Bedrohung für die Inquisition dar. Ihr Kraken vernichtet unsere Schiffe. Ihre Kreaturen greifen unsere Siedlungen an. Das sollte die Piraten doch freuen. Die hat noch nie viel für die Inquisition übrig. Das stimmt. Aber mittlerweile gibt es Krieg unter den Piraten. Die Hälfte von ihnen hat sich mit Mara verbündet. Mein Vater ist einer der Kapitäne, die Widerstand leisten wollen. Ich habe erfahren, dass er losgesegelt ist, um den Kraken zur Strecke zu bringen. Zurzeit ist er auf Takarigua. Die Black Betty liegt bei uns im Hafen. Sobald wir klares Wetter haben, bringt sie Arbeiter und Soldaten nach Takarigua. Ihr beide könntet mit an Bord gehen, aber das können wir morgen besprechen. Jetzt ruht euch erstmal aus. Ich muss nachdenken. Das ist ja was hier. Das ist ja was. Huiuiui. Ja, war ein schöner Beginn von dem ganzen Spiel. Ich freue mich schon auf das ganze große Universum, das sich uns gegenüber hier entfalten wird. Das wird schön. Das wird echt super. Ja. Gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Ja. In alter Frische.
und alle gut ausgeschlafen, hoffe ich. Ihr könnt dann ja nochmal einen Kaffee trinken. Und was ihr auch machen könntet, wäre einen Daumen nach oben zu geben. Das ist ein neues Projekt und ich freue mich immer über positive Resonanz. Das ist immer sehr schön. Da bin ich immer glücklich. Super glücklich. Ja, ihr macht mich glücklich. Das ist einfach so. Okay, dann legt euch wieder hin. Macht es gut. Tschüss.